Hallo zusammen, salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Sonntag, den 21. Juni. Und wenn ich diesen Film hier anfange, haben wir 18.53 Uhr. Ich bin umgezogen. Ich konnte die ganze Woche über keine Filme machen. Das Internet scheint stabil zu sein. Sogar ziemlich schnell. Ich habe hier neue Computer, alles Mögliche neu. Ich hoffe, die Zusammenarbeit der ganzen Komponenten klappt. Und legen wir jetzt direkt mal los. Vor euch liegt der DAX. Morgen ist ein, wie ich finde, sehr tragischer Tag. Lufthansa geht aus dem DAX raus. Das ist für mich schlimmer als seinerzeit Commerzbank, als sie ausging. Das, wie ich finde, ärgerliche ist, Lufthansa ist nicht der schlechteste Wert momentan, also von der Marktgewichtung, sondern das ist Wirecard. Lufthansa liegt bei 4,7 Milliarden und Wirecard bei 2,8, 2,9, irgendwo da. Was Wirecard angeht, habe ich diese Geschichte hier gefunden. Das ist diesen richtigen Abstand halten, ja. Covid-19, gut mit den Veganern, das entzieht sich mir nicht so, irgendwie finde ich es merkwürdig, aber dann Verschwörungstheoretiker, viel Abstand zum Schwab und ganz, ganz viel zu Wirecard. Das fand ich also einen der gelungenen Cartoons über diese Wirecard-Geschichte, so traurig das alles ist. Ich mache das ganze Dings mal ein bisschen größer, weil da ist was ganz Interessantes. Zum Ersten, wir haben hier diesen Aufwärtstrend. Ich gebe auf diese Trends nicht so viel. Ich bevorzuge die horizontalen Trends. Deswegen ist für mich dieser Punkt hier sehr, sehr wichtig. Der Tiefspunkt ist bei 11.597 im Index. Der ist wichtig, der darf nicht unterboten werden, also nicht mit Schlusskurs. Da kommt jetzt morgen das untere Bollinger Band zur Hilfe, aber das wird auch nicht bis fast 11.600 reichen. Wir haben einen weiteren Support hier, eine Unterstützung über dieses Gap vom 15. Juni bei 11.911. Das ist nicht so weit weg. Momentan handeln wir, auch am Sonntag wird das Ding ja gehandelt, bei 12.120 und dann sind wir schon mal 210 Punkte unterm Freitag-Schlusskurs. Hier passieren ein paar ganz merkwürdige Dinge. Diese Linie hier, die mache ich jetzt mal dicker, das ist nämlich die 200-Tage-Linie. Die liegt zusammen mit der 20-Tage-Linie. Jetzt mache ich es nochmal größer. Aber die 10-Tage-Linie hier wird aller Voraussicht nach brechen. Also sowohl die 200er als auch die 20er-Tage-Linie brechen. Und das ist natürlich nicht gut. Für Trendfolgerhändler ist das nicht schön. Wir haben ein relativ neutrales MACD. Handelt so ein bisschen um die Nulllinie rum. Auch die Stochastik ist um die 50, also mittendrin ist nichts zu wollen. Aber mir gefällt diese gesamte Konstellation hier nicht. Ich muss davon ausgehen, dass wir wenigstens diesen Trend, und der liegt also am Montag bei 11.827 sehen, damit also auch dieses Gap hier zumachen bei 11.911. Und ich kann nur hoffen, dass es in den nächsten 5 Handelstagen nicht schafft, unter die 11.597 zu gehen und zu schließen. Aber ich darf es nicht ausschließen. Ich glaube, es ist für einen Long im Moment nicht gut. Long ist erst, wenn wir hier über dieses Zwischenhoch gehen bei rund 12.920. Vorher gehe ich den nicht mehr Long. Ich nenne ihn trotzdem ein paar Scheine, auch für den Long. Ich muss jetzt eine Basis wählen, die deutlich unter diesem Ding hier ist. Und ich werde sie noch nicht kaufen. Ich habe ja eine gefunden von Goldman Sachs, ein unlimitierter, also ein Open-End-Schein. Im Moment mit Hebel 20. Das ist allerdings bezogen auf die Kurse vom Freitag 22 Uhr. Also der wird jetzt schon mal einen Hebel von 24, 25 haben, weil wir ja schon deutlich tiefer sind. Das ist eine Basis von 11.474 mit der Kennnummer GC5KQE. KQE. GC5KQE. Da sind wir also hier drunter. Ungefähr war 11.474. Sind wir hier. Auf jeden Fall unter diesem Ding. Es ist für mich zu früh zum Kaufen. Wir handeln, wie gesagt, momentan ganz genau hier bei 12.000, jetzt im Moment 12.110, ziemlich genau da, wo sich diese beiden bekannten Gleitendurchschnitte treffen, touchieren, berühren. Das ist eine heiße Geschichte hier. Also der kann wirklich hier auch nochmal richtig durchbrechen. Dann ein Short. Kann ich es mir bequem machen und kann ihn hier hinter die 13.000 setzen. Da bin ich hier bei 13.085, bin ich also deutlich hier hinter. Also da muss der Stop liegen
oberhalb von diesem Zwischenhoch, oberhalb vom oberen Band. Das wäre die Geschichte. Ich möchte eigentlich nicht viel näher dran gehen. Das ist die Kennnummer Gustav Bertha 9 Siegfried Dora 8 GB9 SD8. Also ich bleibe oder ich bin für die nächsten paar Tage eher ein bisschen skeptisch. Der darf noch mal Atem holen. Richtig positiv wird es erst hier drüber. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, ob dieser Bereich hier von rund 11.600, ob der per Schlusskurs hält oder nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.